hier. Wir wollen uns aber heute ein Stück weit konzentrieren auf zunächst den Standort Dresden mit den Facetten Mikroelektronik, Software und insbesondere Gründung. Ich bin nicht alleine hier, mein Name ist Robert Franke, ich bin der Amtsleiter des Amtes für Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Dresden. Mit mir gemeinsam hier Frau Vossberg, sie ist die Geschäftsführerin des Hightech-Venture-Netzwerkes. Wir haben Herr Kremling ist Ambassador der Vodafone Group und Frau Vossberg hat mitgebracht Best Practice. Ein Best Practice der Venture Days vom vergangenen Jahr, das ist Herr Max Rufo. Welcome. So he's from France, so we are an international audience today. So, ich darf Ihnen zunächst einige Worte zum Wirtschaftsstandort Dresden mitteilen. Ich hatte zum Ausdruck gebracht, ganz wesentlich für uns das Thema Software und Gründung in den nächsten Minuten. Insofern für uns die Historie, ganz besonders nach der Wende, eine Entwicklung eines dezentralen Halbleiterstandortes, IKT-Technologien. Und ein Stück weit in dieser Tradition, in dieser Historie, hat die Software Schritt für Schritt an Bedeutung am Standort gewonnen. Und heutzutage, das ganze Thema Digitalisierung treibt uns weiter voran, sodass ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, ohne Software geht eigentlich nichts mehr.